Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu We Are Screwed. Zusammen mit den beiden Aliens hier. Nur ich bin ein Mensch. Ja, der letzte Boss, der hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich habe da Oski nochmal reingeguckt. Das war offenbar ein einmaliger Bug, zumindest hoffen wir das mal. Wir haben uns schon die großen Torpedos für heute gegönnt. Und wir machen auch mal das nochmal, wo wir letztes Mal reingepfiffen haben. Ich muss übrigens sagen, ich fand das Schiff wesentlich angenehmer als das hier. Erstens, weil da mehr Steckplätze sind und zum anderen, weil das ein bisschen langsamer ist. Und man deswegen nicht überall gegenkracht. Ist meine Meinung. Wollt ihr auch was sagen dazu? Jo. Im Übrigen, beim zweiten Part konntet ihr jetzt endlich die Animationen sehen, die ich für das Spiel bestellt hatte. Und die beiden haben auch schon die Animation gesehen. Ich habe nur positives Feedback bisher gehört. Eins davon könnt ihr direkt wegschmeißen. Warum eins? Warum nicht beide? Weil wir nur zwei Geschütze bedienen können, während der eine lenkt. Ach, du meinst die Geschütze? Ich dachte, du meinst jetzt hier die Kisten. Was haben wir denn für Geschütze drin? So, ich guck gerade nur ganz kurz was. Ja, man sieht die Karte jetzt. Wenn ich raus habe, dann werden wir aus dem Spiel geworfen, beziehungsweise das Spiel ist dann stumm. Ich habe jetzt nur mal ganz kurz nachgeguckt, ob ihr jetzt zumindest besser die Karte sehen könnt. Und ihr solltet sie jetzt einigermaßen gut sehen können. Ich liebe immer noch die Musik von dem Spiel. So, Kai hat die Torpedos, der andere hat die aggressivere Waffe, die keinen Schaden macht. Um Gottes Willen ist das ein großer Torpedo. Kai, kannst du das Ding nicht lenken? Kai redet nicht mit uns. Doch, ich kann's lenken. Ich musste nur gerade erstmal wieder rauskriegen, wo. Aber warum hast du denn nichts gesagt? Weil ich denke und dann rede. Ich kann nicht beides gleichzeitig, dazu bin ich zu doof. Du bist halt keine Frau. Frauen sind die, die mit dem Multitasking. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein Hamsterrad. Auto geschützt. Ha. Ein Auto geschützt. Im Übrigen, im Singleplayer-Modus hat man noch so einen zusätzlichen Knopf, womit man das Schiff so gesehen eine Barriere geben kann. Nehmen wir mal das Hamsterrad mit. Manueller Antrieb für das Schiff, der eine Spur hinterlässt. Von mir aus? Ja, wir haben jetzt ein Haustier. Um Gottes Willen. Aua. Ihr wisst, dass man arbeiten muss. Nein! Hör auf! Hör auf, Krabschi! Ich versuche, unser Schiff am Laufen zu halten. Oh, guck mal! Wir haben eine Spur! Macht die Schaden? Das würde mich mal interessieren. Das würde mich auch interessieren, aber wahrscheinlich brauchen wir erst einen Gegner dafür. So, da müsste jetzt ein Item drin sein. In diese blauen Boxen sind immer ein Item für unser Schiff. Der zieht so eine Geschosse! Kai, Feuer frei! Kriegen noch mal eine Salve. Sunny, reparieren wäre gerade besser. Das Ausschalten von Gegnern repariert das Schiff? Ja, bitte installiert das mal, danke. Ja, aber dann funktionieren sowohl der Schraubenschlüssel wie auch Schraubi nicht mehr. Ich weiß nicht, wie geil das ist. Boah, ich krieg sogar. Achso. Wartet. Schatzkiste. Löschi. Oder Schraubi. Das Problem ist, wir haben halt jetzt den. Warte! Lasst uns doch erstmal drüber reden. Wir hatten doch gerade noch das Teil, was. Mann! Nichts reden! Arbeiten! Wenn wir diesen Sauger da haben, dann bringt uns Schraubi nix! Deswegen! Wer sagt, dass wir den anbringen? Darüber wollte ich kurz reden! Schraubi ist besser! Mensch! Aber wir müssen ihn jetzt erstmal. Alleine der Shining. Mensch. Guck, das macht man damit. So. Bitte, fangt erstmal an zu reparieren, bitte. Bitte, guck doch mal auf unser Leben. Reparieren. Ich gehe schon auf Flucht. Was meinst du, was ich gerade vorhabe? Wenn wir nicht mehr leben, bringt das auch nichts. Schraubi macht das schon.
Ja, das macht Schaden. Dann wäre das ja auch geklärt. Oh ja, das macht massiven Schaden, vor allem gegen die Gegner, wenn die da durchfahren. So, dann steuern wir mal nach links. Könntest du bitte den Torpedo nehmen? Der schießt mich wenigstens nicht instant aus meiner Bahn. Doch schon. Warum weißt du, der braucht nur noch einen Treffer und genau dann schießt er nicht mehr. Ich mich verdrückt habe, Entschuldigung. Kack mich nicht so an, sonst mache ich mich nicht mehr mit. Ich dachte, das wäre Sunny gewesen. Ihr müsst mit mir reden, Leute. Reden wird überbewertet. Ja, ich merk's. Gerade im Gefecht konzentriere ich mich mehr darauf, uns am Leben zu halten, beziehungsweise die Gegner loszuwerden, als alles andere. Ich dachte doch nicht, jeden Weg, lass erstmal lesen, was das bringt. Ich habe irgendwas von wegen Geschwindigkeitsboost gelesen. Ich wollte es nicht wegschmeißen. Geschwindiboost. Ne? Einfach alles wegschmeißen. Ich habe nur gelesen, gegnerische Projektile werden dadurch auch schneller. Ja, und unsere auch. Die schießen die ganze Zeit Laser. Willst du, dass die schneller werden? Das Ding macht nur Auas, Hanni. Da ist, glaube ich, ein Schiff. Ja, ist aber gelockt. Nein, das ist gelockt, weil wir nicht drin sind. Ach, das ist diese Das ist eine Herausforderung. Ja, wir haben eine Woche nicht gespielt, Hanni. Aua. Ach, hier ist so ein Schenkentempo-Feld, okay. Ja, vor allem Dingen sind hier richtig viele von diesen Grabschis. Ja, die sind nervtötend. Geil, du musst alleine sein, gerade. Ich mach den Job. Das habe ich gerade repariert und schon macht das Instant wieder kaputt. Aua. Oh Gott. Warum steuerst du denn da rein? Ich hatte einen Lag. Ich konnte nichts machen. Ich spiele zwar über Parsec, aber gerade das ist doch eigentlich dann eher eine Begründung, warum ich fliegen sollte, weil ich keine Lecks habe. Vor allem, es brennt genau hinter dir. Ja, weil Parsec kacke ist. Manchmal. Komm, lass mich doch fliegen, ich habe keine Lecks. Ja, dann flieg du. So, einer weg. Ihr habt nichts gesehen. Hast du gerade mit unserem eigenen Torpedo auf uns geschossen? Da du mich sowas von rein, Sunny. Zieht er erstmal mit unserem eigenen Torpedo auf uns. Ey, kannst du das glauben, Ding Kai? Ist, das Ding ist, ich wurde nicht angerufen. Ey, der zieht einfach mit unserem eigenen Torpedo auf uns, Kai. Der hat uns voll erwischt. Das haben wir alle gesehen. Da will ich... die Kiste will ich nicht holen, die steht kacke. Da zoome ich sowas von rein, Sunny. Da kannst du Gift drauf nehmen. Alles gut. Weißt du, macht einmal so 360 Grad Drehung in unser Gesicht. Darf ich mich erklären? Nein. Nein. Ich merke schon. Dafür gibt's keine gute Erklärung, Sunny. Das Ding ist, ich hab halt jetzt gemerkt, dass ich, wenn ich den Torpedo steuern will, beziehungsweise ihn nicht steuern will, mich nicht bewegen darf. Ich dachte, wenn ich ihn nicht steuern will, muss ich ihn gerichtet. So, reparieren wir erstmal das Feuer und so weiter, bevor wir da reingehen. So war mein Gedanke. Das ist, glaube ich, der Laden. 47, ob wir da groß an was kommen, weiß ich nicht. Können ja mal gucken, was drin ist.
Nope. Was ist denn das da? Ein XX-Salvengeschoss. Feuer bis zu 3 Geschosse in schnellen Stößen. Och, Löschi, mein bester Freund. Der Verteidigungslaser, guck mal, wir schalten die auch hier frei. Ja, aber dann bekommen wir die halt nur für die eine Mission. Können wir klauen? Ich glaube nicht, dass das Rohr dann aufgeht. Nee. Schade. Will erstmal Diebstahl begehen. Ey, Versuch war es wert. Wo lenkst du uns hin? Ich habe versucht, nach rechts zu lenken. Aber dann habt ihr, wenn ihr den Torpedo schießt, der hat einen ultra starken Rückstoß. Was? Habt ihr das gesehen? Der hat sich an uns rangeschossen. Der hat einen Enterhaken nach uns geworfen. Nein. Kai, schieß! Warum machst du das Hamsterrad? Das beschleunigt uns. Ja, ich dachte, du steuerst weg, dann kommt er gleich an. Das Ding wehrt sich nicht. Voll in die Flammen. Es wehrt sich nicht, tötet es. Aber nicht uns. Die Dinger wehren sich nicht, das war auch ein neuer Gegner, ne? Das sah zumindest so aus. Ist das gut, wenn man mal Speed geben will? Ja. Und bei dem letzten Schaden, gerade gegen die Drehenden ist das vielleicht gar nicht mal so scheiße. Weil die ich sag mal so, bei dem letzten Boss wäre das auf jeden Fall praktisch gewesen. Oh, habt ihr den Skill beim Ausweichen gesehen? Die Laser, die kommen einfach viel zu schnell, da kann ich nicht reagieren. Nee, die sind ein Instant-Hit. Was haben wir denn hier schon wieder? Wir haben den Besen! Juhu! Wir können jetzt sauber wischen! Ich denke mal, diese Drecksfelder, die verlangsamen uns. Ah. Euch mobb ich weg! Vor allem den, guck mal, wie der wabbelt. Warte, da liegt noch eine Kiste! What? Ach da, lol, die hab ich gar nicht gesehen. Die hab ich auch nicht gesehen. Ich dachte, einer von euch nimmt sie noch mit. 6 Augen sehen mehr als 2. Warte mal, endlich eine Wohltat fürs Auge. Ich habe jetzt nichts von Verlangsamung bemerkt. Ey, es sieht sauber aus. Vielleicht behindert das auch den Roboter, könnte auch sein. Könnte sein. Wir bräuchten tatsächlich nicht mehr viel, damit wir uns den Laser gönnen können. Warte mal, wie viel bringt das Geschütz ein? Ich glaube so 10, 20 ungefähr. Vision Impossible, nicht mit dem Mob. Alter, fast one-hit. Die Tür geht gerade auf, ne? Die ist kaputt gegangen. Also, Löschi kann sie zwar reparieren, aber sie verlangsamt ihn auf jeden Fall. Grabschi! So, Laser, komm her! Wir haben jetzt extra noch nach 180 gefahren, das habe ich für euch rausgeschnitten. Nach dem Mob. Aber jetzt haben wir einen Laser und der wird jetzt instant aufgestellt. Ach, wenn man eine Sache kauft, dann verschwindet der auch. Da unten ist noch mal was, rechts von uns. Ja, das ist noch mal eine Kiste, aus welchen Gründen auch immer. Aber die können wir nicht öffnen, dafür brauchen wir 100. Klar. Ihr wisst schon, was ihr tut. Jungs, wir müssen noch mal 10 Minuten ungefähr fahren, damit wir diese Kiste öffnen könnten. Ich gehe weiter. Wir können es uns auch sparen. Ja. Ich finde, eine Waffe, mit der man freispringen kann, ist Pflicht. Damit man an alle Kisten auch drankommt. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber wir haben ja noch lange nicht alle Waffen gesehen, ne? Ja. So, muss irgendwas repariert werden? Nö, wir sehen fit aus. Alles super. Ich versuche gerade zu lesen, was genau das bringt. Das steht doch bestimmt im Tutorial, oder? Nee. Nee.
Du kannst deine Werkzeuge auf diesen Plattformen platzieren, dann werden sie repariert. Da müssen wir uns nicht jedes Mal ein neues da rausholen. Nee, nee, nicht die Werkstattstation, ich meine den Mob. Den Mob, meint er. Missverständnis. Ich hab mich gefragt, wofür das ist, ob das nur was Optisches für uns ist oder ob das tatsächlich einen Sinn hat, das wegzumachen. Och, diese zielsuchenden Geschosse. Das ist eine Kiste, Kai! Sunny! Kiste! Ich krieg den Kram, glaube ich, nicht kaputt. Achso, bist du am Laser? Ich bin am Laser. Achso, ich dachte, Kai wäre am Laser. Nein, der war schneller als ich. Du hast dich wieder umgedreht. Dann dachte ich, okay, gehe ich dran. Oh. Was ist das? Müsste das letzte sein, was drin ist. Eine Mystery Box. Oh. Schrottnugget. Wow, der bringt 50 Gold ein. Das ist nice. Wartet, Käse. Ganz wichtig. Ich hab ihn aufgemacht. Mach halt das Schiff kaputt, um an die Käse zu kommen. Boah, wir haben doch Schraubi. Okay, das machen wir auf jeden Fall. Oh, zeitliche Herausforderung. Zeitliche Herausforderung. Ja. Wir müssen schnell sein, Leute. Wir haben nur anderthalb Minute. Nein! Das war doch ein Anschlag! Da hat einfach der Nächste einen Anschlag versucht. Der teilt mich am besten mit den Gegnern auf. Achtung! Ach, ihr solltet euch wirklich aufteilen. Wir müssen nämlich so viele wie möglich tot kriegen. Ich versuche möglichst nah an denen zu stehen, dass ihr sie immer angreifen könnt. Wir ignorieren jetzt erstmal den Schaden. Das können wir alles gleich reparieren. Schießt ihr ruhig weiter, ich kümmere mich ums Feuer. Kommt, wir brauchen nicht mehr viel, damit wir die letzte Challenge geschafft haben. Kommt, 15 Sekunden noch. Ach, ich ramm den da oben einfach. Genau, ramm die einfach. Die Kleinen, die schieße ich sowieso in Stücke. Ich glaube einen noch, ja, oder? Wir haben alle Belohnungen. Nee, wir haben alle Belohnungen freigeschaltet. Nice, 5 Sekunden. Jetzt schnell reparieren. Die werden alle nach rechts gesogen, wetten. Erstmal reparieren, okay? Mann, hier oben muss man dringend einer sauber machen. So, ich fahre in die erste Kiste. Da war nicht viel drin. Oh, hier ist Käse. Und da ist ein Item für uns drin. Und zwei Pillen. Oh mein Gott, das hat sich gelohnt. Ja. Im Übrigen, auch wenn ich hier irre viel rausschneide, ihr könnt so ungefähr an der Endzeit sehen, wie lange wir gebraucht haben. Was ist das für ein Item? Ich gehe erst nach links und dann gucke ich nach. Stabilisator, bitte sehr, Oma. Der Rückstoß deiner Waffe. Rein damit! Auf jeden Fall. Kein Rückstoß mehr. Da macht der Dingens keinen Rückstoß mehr. Oh mein Gott. Kai, du darfst fröhlich, friedlich börsern. Ich darf raketisieren. Wir haben keinen Rückstoß mehr. Wie nett ist das denn? Das ist strong. Gerade wenn wir sowas wie den Mörser dabei haben. Ja, der Torpedo hat ja einen ultra starken Rückstoß. Oder Torpedo. Ja, ja, eben. Das war gut geaimt. Du hast beide getroffen. Also ich habe gehört, das Ding behalten wir. Stabilisator. Ja, der Stabilisator ist ultra geil. So, wir können uns, wenn ihr das Zeug jetzt verschrottet, die Kiste da unten leisten. Auf was zielst du? Ich weiß nicht, auf was du gezielt hast, aber da war nichts. So, pet den Hund. Streichelt ihn.
Ha, ich bin dir ausgewichen. Ha, schon wieder. Ah! Was? Danke! Dabei. Das? Hier ist nochmal eine Kiste. Nee, du guckst dir gerade die Tür an. Muss das ja, einmal ablegen? Kaffeemaschine. Oh ja, weg mit dem Hamsterrad. Ja, das Hamsterrad, das brauchen wir eventuell noch. Also schmeiß das nicht komplett weg. Ja, aber erstmal abbauen. Die Kaffeemaschine. Ja, dann musst du einmal einen Schraubenschlüssel draufhauen. Besser. Kannst du einmal da oben ausschießen? Also das Hamsterrad, das könnte uns beim Boss eventuell nützlich sein. Also deswegen noch nicht wegwerfen. Die Kaffeemaschine ist so gut. Ja, die Kaffeemaschine und der Stabilisator. Das. Nein! Ein Laserturm! Eine Box! Eine Überraschungsbox! Öffne sie! Jackpot! Ja, nochmal so einen Jackpot bitte, dann können wir uns die andere Kiste auch noch leisten. Und ganz viel Schrott. Ich glaub an dich, Kai. Ich glaub an dich. Wenn ich dreimal ums Schiff rumfliegen muss, einen treffe ich immer. Schaffst du das oder soll ich mir mit dem Laser helfen? Ja, ich schaff das schon. Okay, dann tue ich den Zeit hier ein bisschen lang. Schrott verschrotten. Kai! Ich wollte auch mal. Ja, ich hab's gemerkt. Weißt du was? Das ist auch mal, ich hab jetzt gerade nicht aufgepasst. Der hat uns auch einmal abgeschossen. Was hat er? Der hat uns auch einmal abgeschossen. Aber ey, an dem Gegner hast du dir volle Lutsche draufgehalten. Mach erstmal den da oben weg, der ist nerviger. Ja, jetzt. Danke. Immer die sich wehren können zuerst. Bitte nur. Er hat das andere Schiff gegriffen! Wie nett war das denn? Der kann auch die anderen Schiffe greifen und die behindern. Ist ja wunderschön. Wir können das als eine Ersatzwaffe für den Laser sehen. Dann müssen wir das andere Zeug nicht abbauen. Dann kannst du zwischen Laser und dem anderen Ding wechseln. Ach, wir sind sogar schon beim Boss. Ja. Jung. Laser oder... Obwohl, wir behalten den Laser und nehmen das den Torpedo am besten weg, oder? Ich hätte tatsächlich den Torpedo drin gelassen, einfach für den Flächenschaden auf die mehreren Segmente von dem Vieh. Oder wollen wir sagen, die Kaffeemaschine brauchen wir hier jetzt nicht mehr? Ich glaube, wir brauchen die Kaffeemaschine am wenigsten. Achso, du hast es in der Hand, deswegen war der nicht da. Ja, du hast ihn mir gerade aus der Hand gemopst. Entschuldige. So, dann geh an deinen Geschütz, Kai. Wir sind beim Boss. Hoffentlich buggt er nicht, wie beim letzten Mal. Aber sieht gut aus bisher. Ich habe mich jetzt voll erschrocken, dass du gegen die Wand donnerst. Same. Ich sehe hier nichts. Scan-Vorgang läuft. Ich habe einen starken Energiequell in der Nähe entdeckt. Das Wurmloch muss ganz nah sein. Meine Berechnungen können nicht falsch sein. Keine Panik, bebt. Das ist ein komplett normales Phänomen. Mm-mm. Oder vielleicht ist es das doch nicht. Da kommt etwas richtig Großes. Also hier sollte das Hamsterrad doch jetzt eigentlich praktisch sein. Eigentlich ja. Überlebenschancen der Crew werden berechnet. Ich schätze, dass eure Chancen verringert, wenn ich meine Schätzung mit euch teile. Viel Glück. Sunny war halt gerade. Ja, Sunny war halt gerade kurz abgehackt. Ah, guck mal, aber diesmal funktioniert der Boss wenigstens. Ja. Ich komme nicht mal dran. Mit dem Laser. Dann nimm auf jeden Fall lieber das Hamsterrad. Ja. Allein schon, damit ich schnell vom Fleck komme. Nutz das, wenn du siehst, dass er auf uns zu ragen will. Der wird dann rot. Okay. Ansonsten geh so lange an den Laser. Ich versuche nahe zu fliegen. Okay, ihr könnt entweder das Geschütz kaputt machen oder ihr könnt ihn kaputt machen. Er wird aggressiv. Sunny, Hamsterrad. Bin dabei. Ah, war nicht schnell genug. Nee, wir müssen erst die Dinger kaputt machen, offenbar. Ah. Aua.
Charge. Ja, er ist drin. Und das springt auf jeden Fall was gegen die Türme. Zwei sind kaputt. Den Kopf selber kannst du offenbar keinen Schaden machen. Okay, drei sind kaputt. Vier sind kaputt. Nur noch eins. No, wieso schießt ihn nicht? Ich dachte schon wieder, du hättest es auf uns abgesehen. Okay, jetzt ist nur noch der Kopf dran. Und jede Menge klein. Oh Gott, das wen? Bitch. Geh an das Hamsterrad! Roboter. Geh an das Hamsterrad! Aber schmeiß erstmal eine Pille rein, bitte! Ich glaube sogar zwei. Hilf ja, dem Roboter erstmal beim Reparieren, bevor du hier irgendwie weiter was machst. Ja. Okay, jetzt hat er wieder diese Türme. Es ist, glaube ich, einer weniger geworden. Der hat sich verkürzt. Ja, genau. Um Gottes Willen, er ist wieder aggressiv. Ich komme nicht mehr genug zum Hamsterrad. Schraubi, tu deinen Job. Er arbeitet durchgehend. Nein, der hat gerade nichts getan. Der braucht doch auch mal eine Pause. Ist Schraubi kaputt? Setz ihn noch auf eine Ladestation. Nee, der ist ausgeschaltet. Hast ihn ausgemacht? Ich habe ihn nicht ausgemacht, ich habe ihn noch hochgehoben. Guck, jetzt ist er an. Lass ein Feuer links löschen. Okay. Kai brennt. Kai brennt auf deinen Feuerlöscheinsatz. Kai, du bist richtig heiß heute. Immer. Oh Gott, Herr Willen! Weißt doch, dass ich heißblütig bin. Ah, als ob! Das habt ihr gesehen, oder? Der hat sich nochmal gedreht. Sobald alle Türme einmal kaputt sind, muss auf jeden Fall einer an das Hamsterrad. Dann solltest du am besten von dem Geschütz weg und aufs Hamsterrad wechseln, Kai. Oder ein Sunny macht und du reparierst in der Zwischenzeit. Weil in der Zwischenzeit, wenn er dann am Rumragen ist, kann man ihn eh nicht abschießen. Zumindest habe ich nicht gesehen, dass der Schuss dann was gebracht hat. So, einer muss ans Hamsterrad. Einer muss ans Hamsterrad. Okay, Hamsterrad bringt nichts, wenn der so rumraged. Aber man kann zumindest ausweichen. Ja. Der hat auch irgendwie andere Kugeln an sich dran. Um Gottes was Willen, ich habt ihr gerade gesehen, wie stark das Hamsterrad Schaden gemacht hat? Mhm. Ja, das Hamsterrad ist insane, wenn da welche drin sind. Über längere Zeit rum. Das tickt brutal weg. Warte, ich versuche vorhin zu fliegen. Müsste doch die Türme treffen. Oh ja, oh ja. Tickt den richtig. Ihr müsstet reparieren. Ach, ey! Klaut mir den. Ich hab's gesehen. Schraubenschlüsselaussage, ich fasse es nicht. Entschuldigung. Ich habe nicht drauf geachtet, dass du schon hast. Alles gut. Also von allen Bossen ist das bisher der krasseste. Kai hat sich den Laser geschnappt. Ja, solange wir da gestanden haben, wollte ich eher die Projektilabwehr haben. Ja, aber warum schießt du uns dann mit den eigenen Projektil ab? Achso, nee, das war der andere, ne? Sunny! Ich sehe den doch noch nicht mal ähnlich! Sunny! Das war jetzt der Lenkschuld! Jetzt konnte ich nichts dafür! Ich konnte nicht mehr rüberlenken! Das nenne ich mal einen Bosskampf! Okay, der Torpedo hat getroffen! Das muss ausreichen!
Weißt du, wenn du mich in den Rhein drückst, kann ich auch nicht abhauen. Da war zu viel los, ich konnte nicht mehr sehen, wo ich hin muss. Ja, das Hamsterrad war in dem Moment keine gute Idee, weil ich konnte deswegen nicht lenken. Ah! Jetzt darfst du einmal kurz Hamsterrad. Hat sich erledigt. Hier lieber dein Geschütz. Das Hamsterrad, das hat gerade mehr Schaden als alles andere gemacht. Mit dem Hamsterrad muss ich halt wirklich komplett vor dem fahren. Ansonsten ist das Selbstmord. Vor allen Dingen, wenn da so viele Minen sind. Bitte bleib vom Hamsterrad weg. Ihr drückt mich nur in die Minen rein. Beziehungsweise uns. Ich sag, ich spreche nur von eins, weil ich am Steuer sitze. Welches von den Drecksdinger macht die Lean? Er selber. Ja, ich. Alle drei macht die gerade. Ja, mich interessierte welcher von den Türmen, Sunny. Alle drei von den Türmen, das kommt drauf an, was er auf dich draufgesetzt hat. Ich sag mal so, dass der die macht, das wusste ich. Ich wollte nur wissen, welcher von diesen Dreckstürmen von ihm das macht. Der hinterste ist noch intakt. Ich dachte die ganze Zeit, die Türme wären alle schon down. Aua. Weil die alle so schwarz sind. Nein, da wo ein rotes Licht ist. Ja! Wo ist Wall-E? Haben wir die erhalten gerade als Errungenschaft. Wir haben Wall-E. Du hast alle Weltraumschrottplätze erkundet. Glückwunsch. Aber leider wurde der große Stecker nicht gefunden und der Dieb auch nicht. Aber ich bin an die Koordinaten eines neuen Ortes gekommen. Organische Anomalie kann jetzt erkundet werden. Ich werde währenddessen Recherchen über die großen Stecker betreiben. Da ist der große Stecker. Das ist also die starke Energiequelle, die ich entdeckt habe. Genau so sieht mein Stecker auch immer aus. Klar. Zweifel ich, aber okay. Wir haben die organische Anomalie freigeschaltet. Unser nächstes großes Abenteuer. Ja, der Codex. Der Codex ist immer noch nicht da, Leute. Und wie lange haben wir gebraucht? 50 Minuten, ich habe wieder was zu schneiden. Ich bin ein Vielflieger. 2061 Sekunden geflogen. Na gut, ich bin auch fast durchgehend geflogen, weil es bei mir auch am meisten Sinn macht. Ja. Sunny, war der Energiesparmodus? Aha, Kai hat Xiaomi die ganze Zeit abgeschaltet. Nein. Ich hab ihn nur immer wieder aus- und angemacht, während wir gewartet haben. Ach so. Jetzt wissen wir, wer Xiaomi sabotiert hat. Ja. Hab ich nichts an Xiaomi getan. So, das Schiff, das kriegt von mir jetzt erstmal hier diese Verbesserung. So, ist erstmal genug Verteidigung. Wir müssen ja auch mal ein bisschen Schaden machen. Ja. Ich würde sagen, wir... Ah, guck mal, das Hamsterrad, das ist auch eine Waffe, die wir mitnehmen können. Was haben wir denn dann noch zur Verfügung? Die Spur verlangsamt Gegner. Ein manueller Antrieb für das Schiff, der eine Spur hinterlässt. Das Rad hinterlässt eine Spur roter Fässer. Wahrscheinlich explosiv. Ja, also ich persönlich höre eher fürs Verlangsamen, weil wenn die da drin verlangsamt werden und dann immer weiter runter ticken, klingt für mich besser. Ja, ich nehme jetzt nur den Mörser mit, damit wir halt irgendwas Explosives fürs nächste Mal noch haben. Wir brauchen ja was, um die Wänden aufzuspringen. Gibt's hier noch irgendwas oder was? Nee, halt die zweimal. Wir können ja nur zwei Geschütze anbringen. Ja, stimmt. Wir sind leider nur drei Leute, keine vier. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Part. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Da geht's dann in die organische Anomalie. Tschüss. Ciao.